außerhalb des rein wissenschaftlichen Interesses, das man an der Zeichentheorie nimmt, hat unsere Zivilisation ja zur Grundlage die Einführung des Zeichens oder der Zeichen in das öffentliche Leben. Und zwar an zwei Stellen unserer Zivilisation. Einmal in demjenigen Teil der Zivilisation, die es mit Kommunikation zu tun hat, und dann in dem Teil, der es mit dem Kreativen zu tun hat. Einmal tauchen die Zeichen in einem theoretischen und realisierten Zusammenhang auf innerhalb der urbanen, der bewohnbaren Systeme. Und dann tauchen sie auf dort, wo etwa der Künstler oder der Designer sich beschäftigt mit der Synthesis, mit der Zusammenbringung von Zeichen zu dem, was man auf dem Gebiet etwa der Malerei ein Bild nennt. In beiden spielen Zeichengebungen bzw. Zeichensynthesen eine enorme Rolle. Und ich würde sagen, dass gerade die theoretische Durchforschung der Zeichen, die von der analytischen Wissenschaft aus gegeben wird, einerseits die urbane, die städtebauliche und die verkehrstechnische, kurz die kommunikative Bedeutung der Zeichen, jedem heute ins Bewusstsein gerückt hat, genauso wie jedermann klar ist, dass alle künstlerische Gestaltung es zu tun hat mit ästhetischer Zeichengebung, kurz allgemein mit Zeichensorten.